Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Moster Schröder und ich mache mal die Hintergrundmusik an. Die haben wir nämlich in der letzten Folge komplett vergessen. So, aber was hier schön zu sehen ist, Eisen wurde ja schon mal abgeholt. Das heißt also, es kann durchaus so weit vorlaufen, bis das Mangan uns hier den Strich durch die Rechnung macht. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir Mangan loswerden. Und wir müssen das Mangan da loswerden, wo es vielleicht eventuell am sinnvollsten ist. Und ich glaube, unsere Stahlindustrie zu pimpen da oben ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Dass wir das beim Stahl einfach sozusagen dann dazu bauen. Oh, na, jetzt habe ich die Musik wieder ausgemacht. Naja, macht nichts. So. Ansonsten kann ich das hier unten erstmal laufen lassen. Was wir aber noch machen müssen, und da habe ich nämlich gerade schon nachgeschaut, hier um unser Platin, was wir ja brauchen für die Prozessoren, für die ersten, um dann nachher Prozessoren zu haben, dass wir Platin auch auf einen anderen Weg bauen können, aber wir müssen es auf diesem Weg erstmal hier herstellen. Das Kupfer loswerden und, kein Problem, kriegen wir ja alles hin. Das heißt, dieses Werk werden wir so, wie es ist, da drüben auch nochmal hinbauen. Theoretisch könnte ich sogar, glaube ich, in großen Teilen kopieren, muss nur die Waren anpassen. Könnt es auch so rum da reinstellen, das glaube ich tut nicht mal weh. Also wenn ich das jetzt so nehme und einfach da so rum da reinstelle, so bis hier steht das nicht gespiegelt, sondern einfach nur nehmen, zack, buff, da rein, den Bahnhof ein bisschen versetzen vielleicht. Ja, weiß ich nicht, aber spiegeln ist natürlich noch schöner. Also ist die erste große Frage, was machen wir? Wir werden das Ding da erstmal gespiegelt da reinsetzen, ich will es gespiegelt haben, fertig aus. So. Die Bauteile können sie uns dann alle hinbauen und wir müssen dann bloß gucken, dass denn die Rohranschlüsse hier alle richtig... Ach, das ist ja alles dann andersrum, ne? Und die ganzen Rohranschlüsse muss ich überall anders machen. Nee, das kann ich nicht mehr spiegeln. Ich könnte es 180 Grad gedreht da reinbauen. Aber das sieht auch scheiße aus. Nee, dann baue ich es gleich rein. So, diesen Stromkabel, den kann ich da stehen lassen, wenn ich das richtig sehe. Aber den muss ich wegmachen hier. Der ist, glaube ich, im Weg gewesen. Und ich hörte schlimm. So, und wir müssen dann beim Bahnhof wahrscheinlich ein paar andere Materialien da irgendwo hin transportieren, aber ansonsten sollte es eigentlich relativ gleich sein. So, diese steigende Stromleitung kommt auch raus. Kein Problem. Also, solange wir die Querleitung jetzt drin stehen kann, ich glaube, die können wir aber auch hier hinten abschneiden. Da kriegen wir noch genug wieder von. Das wird sowieso alles irgendwie ein bisschen versetzt stehen. Und dann machen wir da nämlich ein Werk für Platin, denn hier erstmal hin, damit wir noch am Platin kommen. Aber wir müssen vorher, genau das war es, was ich mal sagen wollte, wir müssen vorher mal auf T drücken und hier mal Platin eingeben. Wir müssen zumindest das schon mal nehmen, damit wir nämlich dieses Prozessen da haben. Die Erforschung müssen wir starten, das sollte eigentlich relativ schnell durchlaufen. Die Flaschen sollten alle da sein. Und ja, wenn dann da die Produktion ein bisschen was macht, das ja auch ganz gut. So, wie sieht es hier aus mit der Querverbindung? Die geht komplett über den Jordan. Okay, dann nehmen wir die hier auch weg. Und dann kriegt der jetzt hier eine ganze Weile keinen Strom mehr. Das ist aber mir dann egal erstmal. Noch kriegt er von oben Strom. Das wird sich aber auch gleich ändern. Dann versuchen wir das da mal einfach hier so reinzusetzen. Müsste ja funktionieren. Knapp. Oder? Ja. Geht dann nicht geradeaus weiter, okay, gut. Also werde ich den jetzt hier vom Strom abkapseln, das ist erstmal nicht weiter schlimm. Gibt hier kein B, hat er keinen Strom mehr, kann er nichts mehr machen. So, dann müssen wir bloß die Produktion anpassen und dann ist eigentlich alles gut. So, dann nehmen wir jetzt hier Steuerung Copy. Und zwar, wir nehmen von hier an das alles mit hier bis nach unten durch. Dann gehen wir hier rüber. Kann sein, dass ich da oben ein Stück Gleis mitkriege. Nichts dem Zufall überlassen. Ja, ich kriege ein bisschen Gleis, glaube ich, mit da oben. Eine Ecke, oder? 42, 52, ja. Das müssen wir dann aus dem Bauplan rausfiltern. Muss ich mal ein bisschen klicken. So, hier durch, da durch. Den Bahnhof brauchen wir auch. Da müssen wir gucken, welche Flüssigkeiten wir da brauchen. So. So, und dann brauchen wir den Bahnhof hier noch. Das ist ja mal ein Werk. So. So, dann legen wir den mal. Legen wir den mal irgendwo ab.
Nehmen wir die mal da oben ab. So. Dann. Das hier oben brauchen wir nicht. Das kann raus. Speichern. Speichern. Das hier unten brauchen wir auch nicht, diese Kurve. Ich muss das hier sogar drehen. Drehe ich das um 180 Grad? Wäre das sinnvollste, ne? Weil ich habe ja den Bahnhof da gar nicht auf der Seite. Den habe ich auf der anderen Seite. Speichern. Ist hier wieder so oft drauf geklickt, dass er wahrscheinlich wieder dann meist zum großen Teil hier so. Das ist da oben. Kann ruhig bleiben, glaube ich. Speichern. Und Pumpen müssen wir auch noch alle dann sitzen. Wenn ich das um 180 Grad drehe, würde es gehen, aber wenn ich es spiegel, glaube ich, das wird nichts. Also. 180 Grad drehen. Würde gehen, ne? So, da haben wir das jetzt erforscht. Dann muss ich aber das hier auch nochmal wegmachen. Sonst haben wir da Schwierigkeiten. Jetzt kann ich das alles nicht aufnehmen. So viele Lampen in der Tasche habe und Mangan und was ich da alles in der Tasche habe. Hier, ein Zeug habe ich hier in der Tasche. Warum? Nicht das mal mit raus. So, dann haben wir Nickel in der Tasche hier. Nickel, Lodion. Dann haben wir Eisen in der Tasche. Und dann haben wir nochmal Mangan in der Tasche. So. Okay, so. Dann haben wir die. Dann diese Rums, die können wir da unten brauchen. Habe ich denn noch vier von diesen Drums? Da muss ich mal irgendwo ein Förderband abgerissen haben, oder? Wo wir drin war. Möglich. So, also wieder nach unten. So, jetzt kann ich das hier erstmal auch lesen. So. Okay. So, dann gucken wir doch mal, wenn ich jetzt diese Blaupause nehme, im Map-Modus B. Diese Blaupause, die hätte ich gern. So, und die kann ich um 180 Grad drehen und dann passt die da rein irgendwo. So. Oben fehlen ein paar Gleise. Ist ein Klick wert, ne? Oh. Ein paar Millionen, ein paar Bauaufträge sitzt jetzt hier. Jetzt können sie erstmal. Huiuiui. Da gehen sie alle los. Ich glaube, die Bauindustrie ist jetzt komplett in Gang, oder? Jetzt müssten eigentlich alle Bauroboter einmal losgeflogen sein. Alle 3000, die wir mittlerweile haben, ja, sind auf dem Weg. Also, hier wird gleich fleißig gebaut. Das ist doch schon mal schön. So, und dann müssen wir hier bloß die Produktion einstellen, dass hier das Richtige produziert wird, das richtige Material anliefern. Hier die richtige Produktion einstellen, dann kommt das hier unten an. Ist mir jetzt auch egal, dann steht das halt eben auf dem Kopf dazu. Tut ja erstmal nicht weh. Die Frage ist, ob denn ob sozusagen der gleiche Aufbau für das ganze Material auch so geht. Das werden wir sehen, wenn es aufgebaut ist. Dann müssen wir da nämlich ein bisschen was tun. So, jetzt hätte ich erstmal da die weg, die weg. Da haben wir auch zu viel von. So, das kann weg. Das kann weg. Aber erstmal wieder ein bisschen das Inventar aufgeräumt hier. So, dann gehen wir jetzt mal nach hier oben und dann gucken wir uns mal an. Wir müssen wahrscheinlich hier ein bisschen was umstellen und einstellen. Dass das richtige Material da hinkommt. Und hier müssen wir ein bisschen was um- und einstellen, schätze ich mal. Vermute ich einfach mal, dass da andere Rohstoffe sozusagen gebraucht werden, die dann da eingebunden werden müssen. Aber das kriegen wir ja dann alles raus. So, also dann gucken wir uns doch mal an. Im Produktionsplan, was brauchen wir denn alles anders? Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Und zwar hierfür. Brauchen wir hellblau, ja genau, das müssen wir schon mal ändern. Sulfuric Acid ist das gleiche, das passiert auch dasselbe mit.
Hier brauchen wir Kupfererz extra. Das können wir also auch genauso zurückführen, wenn wir es denn wollten. Okay. Da brauche ich nämlich eine Kuprichlorid-Solution. Gucke an, da gibt es noch eine andere, die ich da herstellen muss. Okay, und hier brauche ich die dann, ne? Ja, alles klar. Also das ist auch anders. Okay, okay, okay. So, dann stellen wir uns jetzt hier schon mal eine Anforderungskiste hin. Und sagen, wir wollen hier ganz gerne von diesen Filtern. Logistikanfrage. Keramikfilter hätte ich ganz gerne einfach mal 1000 Stück hier. So. Ich glaube, 1000 habe ich da unten auch eingesetzt, oder? Weiß ich nicht, wie viel ich hier eingesetzt habe nachher. Am Ende des Tages sind hier einige unterwegs. So. Und diese Mill Drums, die kann ich glaube ich nicht anfordern, ne? Die muss ich selber herstellen oder so. Muss ich mal gucken. So. Wir werden ein Base Mineral Oil Problem kriegen. Das steht schon fest. Da muss ich auch unbedingt noch gegen ankämpfen. So, dann gehen wir hier weiter. Das kann ich jetzt noch nicht erforschen. Weiß ich nicht. Ha, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber das müssten wir woanders bauen dann. Obwohl wir es eigentlich platztechnisch da wahrscheinlich reinkriegen würden, aber ja. So. Aber es gibt noch was mit Platin hier, mit Molten Platin, Tinium und das ist hier noch Advanced Silver. Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Da kommen wir später noch dran. Die Dinger können wir auch noch alle machen hier, dass wir mit dem Aluminium eventuell noch ein bisschen besser ausproduzieren können, das Zeug. Ja, da können wir noch ein bisschen was forschen. Aber mir geht es jetzt um das Platinium Casting hier nachher, wenn ich die Dinger machen will. Die brauche ich nämlich. Und das brauche ich. Molten Copper, Molten Platinum, okay. Ja. Das müssen wir nämlich erforschen. Das brauchen wir nämlich nachher, die Rollen zum Transport. So, jetzt kommen wir noch zu was völlig anderem, was ich mir aber schon mal angeguckt habe, wo wir auch sehr viel bauen müssen, damit das sauber funktioniert. Und wo ich aber eigentlich schon so grob den Plan habe, dass wir von diesen Werken 4 Stück in einen Quadranten kriegen. Hoffe ich zumindest. So, wir gucken uns das mal ganz kurz an, was ich meine. Und zwar gehen wir mal ganz kurz in unsere Chip-Produktionsbereich und gehen hier mal in den Grünchip rein. Diese Gebäude, 262 Stück, sollten wir eigentlich bei einigermaßen guter Logistik so hinkriegen, dass es passt. Ich würde es eventuell sogar noch runter reduzieren, dass wir nicht 120 machen, sondern damit wir dann halt auch bei der Logistik nicht allzu viele Probleme kriegen, dass wir das auf 90 noch runterbrechen, damit ich hier auf 60, glaube ich, komme oder sowas. Wenn ich jetzt hier 90 eintrage, dann müsste das nämlich nur noch 60, na 67, ist auch egal. Sind immer noch 2 Förderbänder, aber es geht. Also die Gesamtmasse von den Sachen, die antransportiert wurden, sollen die 200 eigentlich nicht überschreiten. Aber dann gucken wir mal, bei 120 haben wir 40, 70, 160, 220. Ja, ist knapp 240, sind 4 Förderbänder. Das ist quasi genau das, was so ein Bahnhof dann bearbeiten kann. So, das heißt also, dann würde das sozusagen die Warenaufbereitung sein, die wir ein bisschen kürzer sein. Ich habe noch eine andere, also noch ein, sag ich mal, das würde hier noch ein bisschen mehr machen. Dann könnten wir alle 8 Förderbänder, die da rauskommen, nutzen, um da durchzutransportieren und dann hätten wir noch einen höheren Durchsatz. Geht auch. Muss ich gucken. Baut natürlich noch ein bisschen auf. Ne? Aber dann hätten wir richtig fetten Durchsatz an Materialien in der Sortieranlage. Also dann hätten wir maximalen Durchsatz sind dann 8 Förderbänder. Von einer Ware. Ne? Also hier haben wir ja auch Durchsatz von 8 Förderbändern, aber halt im maximal von einer Ware haben wir nur 4 Durchsatz. Ne? Und das ist dann. Da kriegst du ein bisschen was durch, dann. Da geht ein bisschen Material denn hier zum Aufladen hin. So, da habe ich aber noch, da müssen wir noch gucken, wie wir das denn aufbauen, weil das die 8 Förderbänder dann quasi hier sozusagen darauf kriegen, dass die hier dann gut beim Arbeiten, da wird es schwierig. Also hier haben wir ja auch sozusagen die Bremse eingebaut, dass es denn hier bloß noch 2 Förderbänder sind, die hier ankommen pro Ware, oder? Nee, 4, ne? Nee, kommt 4 pro Ware an. Eigentlich ist das hier schon sozusagen das Optimum, was man da machen kann mit diesen Containerformen. So, aber naja gut, egal. So, ja, wo baut ihr denn hier fleißig eigentlich? Wo habt ihr angefangen? Ihr habt da unten angefangen bei der Anlieferung. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht. So,
Da müssen wir ja auch durchgehen, weil wir hier ja ein paar andere Materialien dann kriegen, die wir dann weiterverarbeiten können, beziehungsweise die wir dann dort anfordern oder abholen lassen können. Wie sieht es hier aus? 16k Eisenerz, also jetzt nimmt Eisenerz hier schon wieder überhand, sollte aber demnächst, wenn es irgendwo verbraucht wird, interessant, dass hier vorne trotzdem mehr Eisenerz ist als woanders. Oh, egal. Irgendwie hat der Strang hier schon irgendwie vorproduziert, oder? Ich habe da von Hand irgendwo was reingeschmissen. Dummlicherweise. So. Der müsste doch jetzt schon langsam hier wieder im Strombereich drin stehen. Na, noch nicht ganz. Der Mast kommt hier, dann geht's. Der Mast ist schon dann nur der nicht. Naja. Gut, wird aber gleich klappen. Zack, buff. Und jetzt müsste das hier wieder orange werden, weil das müsste jetzt hier alles bestromt werden. Sehr gut. So. Und damit ist jetzt hier auch festgelegt, dass das hier alles gebaut werden kann. Hier können wir... Ach, das sieht alles sehr gut aus. So, wie viele Bauroboter sind unterwegs? Achso, der kennt die nicht, die Anzahl der Bauroboter, die unterwegs sind. Der kennt die aber. Alle 3000 Bauroboter sind unterwegs. Sehr schön. So, das sollte jetzt dann auch theoretisch beim Stromverbrauch ein bisschen zu sehen sein, dass jetzt wieder sehr viele Materialien gebraucht und angefordert werden. Ja, wir brauchen 2 Gigawatt aktuell. Sehr schön. Und wenn der Bahnhof dann hier seine Waren alle eingeordnet hat, dann wird es auch nochmal mehr. Aber hier müssen wir dann die richtigen Produkte noch machen. Das heißt, ich muss hier bei der Herstellung von dem Zeug, da muss dann Kupfer ankommen. Ah, ich will gar nichts zurück, okay. Hier muss was anderes hergeschehen. Muss die Copric Solution dann gemacht werden, die wir dann überall brauchen. Okay, aber die kommt dann hoffentlich an den richtigen Stellen an. So. Ah ja. Jetzt nochmal. So, also, das hier möchte ich ganz gerne quasi dann versuchen, in so einem Quadranten unterzukriegen. Und dass ich dann 4 Stück in einem Karree habe. Ne? Also, dass wir dann hier sozusagen ein so ein Werk in dem Bereich, ein so ein Werk in dem, ein Werk, ne? So wie wir das hier oben haben. Und das macht jeweils nur diese grünen Chips. Und dann kriegen wir da jeweils 120 grüne Chips raus. Wir müssen uns dann auch irgendwas bauen, wo wir die normalen Chips rauskriegen. Wir brauchen sicherlich noch eine relativ starke Holzbretter, also Wooden Board Industrie dann dementsprechend auch, beziehungsweise auch noch mal eine gesonderte Baumfarm muss ich mir noch mal machen, wo ich nur Bäume, also sage ich mal, wo ich das, was ich hier mache mit den Bäumen und so weiter und so fort, das muss noch ein bisschen aufgebaut werden, dass da halt einfach mehr Bretter rauskommen, damit denn hier nicht, wie jetzt hier zu sehen ist, die Whiteboards, Alter, die weißen Bretter hier eigentlich schon das sind, was man zu wenig haben, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich meine Glasfaserboards mache. Fiberglasboards, die, hier haben wir Fiberglas, und dann haben wir auch die Boards gleich dazu, ne? Ja, also hier gibt es dann, ja gut, da gibt es erstmal geleakt, erstmal genügend, hier wird der Golddraht jetzt weggeholt. Sehr schön, weil ich glaube, da arbeitet das Werk jetzt so ein bisschen, oder? Ne, das arbeitet gerade nicht. Aber hier bei dem Werk ist auf jeden Fall voller Arbeitsleistung. Also das macht jetzt, glaube ich, alles das, was es machen soll in der ganzen Zeit, ne? Damit da hier oben die roten Chips rauskommen. Und wie gesagt, das will ich halt eben auch so ausbauen, dass wir da ja dann halt mehr rote Chips kriegen. Wesentlich mehr rote Chips. Das soll ja alles hier unten so um diese blaue Chipwerk, so in diesem Bereich soll das alles passieren. Da habe ich so ein bisschen die Idee dazu, dass wir das da hinbauen. Gut, ja. Schade, dass er natürlich genau von der anderen Seite angefangen hat zu bauen und das nicht von oben baut. Aber hier sind ja jetzt hoffentlich demnächst alle Sachen da, die wir brauchen, damit wir das hier alles mal umstellen können. Ich wollte nämlich jetzt nicht so weit weglaufen hier. Ich wollte das alles einstellen und dann wollte ich mal gucken, wenn das anläuft, ob das denn auch gut anläuft. Sollte es ja eigentlich. Gut, dann ist es eher so eine Planungsfolge gewesen und mal ganz kurz erzählen, was wir machen. Und hier sieht man schon, ah ja, hier wird fleißig gearbeitet und ich muss Abbau von Mangan. Genau, das Wort kann ich euch auch noch zeigen. Also da habe ich mich wirklich für die Stahlindustrie entschieden, hier beim Stahlwerk. Einfach, dass ich das hier dass ich hier einen Bahnhof mache, wo ich das Mangan anliefern lasse, dass ich die hier abzweige und erst nach unten ziehe. Und nur durchlasse, wenn hier aus dem Manganwerk nichts mehr kommt, also wenn dann, ne, wird dann das hier oben verbunden, und hier wird halt eben das Mangan und der Stahl zusammengeschmissen und dann kann ich halt eben über, nee, Moment, wo ist es, Steel Ingots, genau, Steel Ingots, 12 Steel Ingots davon und
14 Manga, 12 Mangan Ingots machen, 240 Smolten Steel, die dann, dann zu Stahlträgern werden in Casting Machines. Und somit ja, verbessere ich hier sozusagen den Output. Ich kann hier generell sowieso den Output oder wahrscheinlich schon längst ein bisschen was besser machen, aber ja, ne? Damit wir dann aber dieses Werk, was hier ist, aus den Rohstoffen noch mehr Stahl herstellen können. Und dann werden wir das hier alles so ein bisschen auch mit lila Förderbänder auslegen und so weiter. Und dann gucken wir mal, wie der gut oder schlecht das läuft. Das ist sozusagen der zweite Plan. Ich werde das jetzt hier bauen lassen. Wenn das gebaut ist, dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe, dass alles gebaut werden kann. Und dann werden wir hier alles einstellen. Ah, ich muss diese Container, muss ich ein paar Stück machen, ne? Ist das der Container? Charcoal Silo? Nee, das normale Silo hier. 10 Stück, mach mal. Dann habe ich 13. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 brauche ich. Ne, brauche ich nur genau einen. Na gut. Beziehungsweise den einen brauche ich eigentlich nicht, weil der ja leer ist. Aber gut, das ist was anderes. Das kriegen wir dann rein. Guti, bis denn. Tschüss.